Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 6. So, hier haben wir unsere nächste Mission. Mit der sprechen wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal hier, was hast du hier für eine? Erinnerung an den Besitz von Blablabla. Chip. Untergefallene Tagebuchseite. Ich lasse das mit dem Aufsammeln jetzt. Hey Danny, hier drüben. Nach McKays Akten haben die Ingenieure in einer seiner alten Raffinerien Überstunden gemacht, um an etwas namens PG240X zu arbeiten. PG240 ist das Gift, das sie im Westen auf den Tabak sprühen, um Vivero herzustellen. Mhm. Ich schätze, PG240X ist das, was sie beim Hotel gegen uns eingesetzt haben. Also werden wir McKays Pläne durchkreuzen und diese alte Raffinerie von innen zerstören. Ich habe Lucky Mama mit einem kleinen Team losgeschickt, um die Umgebung zu sichern. Die warten auf dich. Sobald du drin bist, erzähl mir, was du siehst. Uns fällt schon was ein, wie wir das Ding vom Netz nehmen. Okay. Ich sag dem Team, dass du unterwegs bist. 500 Meter diese Richtung. Mhm. Hey. Hallo. Hallo. Sieht alles ein bisschen mau aus mit Munition, aber die Raffinerie beobachten und von innen heraus zerstören, um herauszufinden, was dort überhaupt ist. Okay. Und dann einen Plan machen, um es richtig kaputt zu machen. Okay. Kriegen wir hin. Irgendwie. Denke ich mal. Schon. Jelena, ich habe alle Störgeräte ausgeschaltet. Gut gemacht. Alles, was wir tun können, um McKays und Castillos Netzwerk zu schwächen, zählt. Meinst du, das schafft es in die Geschichtsbücher? Oh ja, in ein paar Jahren wird der Angriff auf die Störgeräte wahrscheinlich Nationalfeiertag. Lach nur. Du wirst schon sehen. Oh, okay, verstehe nicht. Erbärmlich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Mission haben wir doch in der letzten Folge schon gemacht. Gut, vielleicht nochmal hier die Endbestätigung. Wie hat sich mein Team geschlagen? Sieht aus, als hätten sie die Umgebung gesichert. Denk dran, du musst mir sagen, was du da drin siehst. Wenn ich richtig liege, ist diese Anlage sehr wichtig für die Giftproduktion. Sieht aus, als würdet ihr mich nicht brauchen. Die Leute da drin wissen nicht, dass wir draußen alle ausgeschaltet haben. Ich sagte, nur mit Macheten und dann auf dich warten. Mhm. Das haben sie gemacht. Diese Kinder lernen schnell. Das siehst du richtig. Die Tür ist mit Sprengsätzen bestückt. Dann kann die Party ja steigen. Was für ein Verlust. El Tigre und Conron? Conron. Macht keinen Sinn. Schießt, bis ihr keine Kugeln mehr habt. Danach prügelt ihr sie tot. Ich seh sie. Da kommt man gar nicht rein. Ich sehe einen Haufen Raketen in Kisten. Sonst noch was? Ja, sie haben alle dieselbe Markierung. PG240X. Geh in den Keller. Den Plänen nach solltest du da eine Menge technische Anlagen finden. Einer ist noch da. Da ist noch einer, Leute.
ist sie denn, diese... Der Feind. Da ist ja noch ein roter Hund. Yelena? Was ist denn das hier? Yelena! Ich bin hier, Danny. Du hattest recht. Sieht aus, als würden McKays Leute hier die Chemiewaffen herstellen. Die Bomben. Henker, dann müssen wir den Laden zerstören. Verbinde mich mit irgendeinem Computer. Ich überlaste das System. Bin schon dabei. Chill, chill, chill. Im Suchgebiet ist es doch nicht der Kasten, ne? Es muss einen Kontrollraum oder einen Computer geben, mit dem du mich verbinden kannst. Hab gerade ein bisschen Stress. Ist angeschlossen. Drecksäcke. Sehr übermutig wird die Frau, die gerade hier reingelaufen ist. Danny, finde den manuellen Überbrückungsschalter und zieh dran. Grünes Blinklicht. Dann darf ich raus? Ja. Ja, ich muss jetzt hier einen Weg finden. Scheiße. Hier, das, da könntest du doch durchpassen, oder? Ich bin hier! Ja, links oder rechts? Aber es wird die sein, oder? Ich bin schon dabei. Oh, echt jetzt? Rucksack, Rucksack, Rucksack. Oh, oh Mann, ich dachte, du wärst tot. Das war echt unterhaltsam mit anzusehen, ganz im Ernst. Aber wenn's dir nichts ausmacht, ruf ich mal meinen Homie Anton an und bitte ihn um mehr Soldados, weil mir deine Gerihas langsam echt ans Bein pissen. Oh, der hätte treffen müssen. Dieses 2 cm daneben schießen, Alter. Wie bei dieser scheiß Medizin nur keine Munition. Das gibt's doch gar nicht. Ist hier irgendwo Munition? Mal ganz ehrlich? Entkomme aus der Refinerie. Na gut, dann lass mal das gut sein und wir hauen einfach ab. Am Arsch. Alter, ja, ist ja gut jetzt.
riskieren. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn es darum geht, ein Leben für das Leben vieler zu opfern. Wenn es dich beruhigt, Clara hätte dasselbe getan. Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst. Naja, weiter im Text. Wie geil ist es eigentlich, dass wir gerade Castillo die Möglichkeit genommen haben, chemische Waffen zu bauen? Das ist ein heftiger Schlag für das Regime. Also können sie keine der Bomben mehr bauen, die sie beim Hotel auf uns geworfen haben. Sie haben nur noch, was schon produziert war. Es gibt immer neue Ziele. Wenn es dir nichts ausmacht, genieße ich einen Moment mein Leben. Huch! So, gut, alles klar. Was haben wir denn hier? Oh. Das war die chirurgische Präzision. Warte mal, chirurgische Präzision. Haben wir die nicht schon mal gemacht? Ah, dieser Yankee produziert das Gift in seinen Anlagen. Ja, ja, das müssen wir auch. Ah, es muss aufhören, ist schon klar. So, immer noch keine Schnellreise. Warum nicht? Nicht zu nah dran. Geht auch nicht. Ach, weil ich im Kampf bin. Alles klar. So, jetzt bin ich raus aus dem Gefahrenbereich. So. Schnellreise. Schnell zu diesem kleinen Lager. F. Sehr gut. Gut, so, jetzt sind wir hier. Können wir es auffüllen mit der Munition? Jelena, ich habe alle Störgeräte ausgeschaltet. Gut gemacht. Alles, was wir tun können, um McKays und Castillos Netzwerk zu schwächen, zählt. Meinst du, das schafft es in die Geschichtsbücher? Oh ja, in ein paar Jahren wird der Angriff auf die Störgeräte wahrscheinlich Nationalfeiertag. Lach nur, du wirst schon sehen. Gut. Perfekt, was haben wir hier? Das ist eigentlich nur fürs Auto, gell? Helikopterplatz haben wir hier leider nicht. Nein, nur diese zwei Sachen. Alles. Mahlzeit. So. Fahrzeug rufen. Das holen wir uns schon mal her. So. Wo ist es? Da wollen wir als nächstes hingehen und das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Ciao, macht's gut.